Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Janssen, das ist schon sehr bemerkenswert, was Sie hier machen, weil Sie nämlich ablenken. Sie versuchen, auf den Bund zu verweisen und verstecken sich hinter dem Bund. Sie stehen hier in der politischen Verantwortung und müssen in Niedersachsen tatsächlich Antworten für die Menschen bringen, die sich eben hier diesen Entwicklungen ausgesetzt sehen. Und dann erzählen Sie was von, wir müssen, die Mittel müssen zur Verfügung gestellt werden, die Entschädigungszahlung, das muss leichter gehen und der wolfssichere Zaun, da müssen so kommen. Sprechen Sie doch mal mit den Betroffenen vor Ort. Die beantragen das schon nicht mehr, weil sie von ihrer Bürokratie völlig abgenervt sind und sagen, ich lasse mir doch nicht im Detail dann nachweisen, dass mein Zaun 5 Zentimeter zu klein war. Da wird überhaupt nicht mehr beantragt, weil die Leute frustriert sich zurückziehen und sich von Ihnen und Minister Wenzel völlig im Stich gelassen sehen und von dieser Landesregierung, die denen nämlich tatenlos am Ende zuguckt. Und es ist sehr wohl eine politische Grundentscheidung, die Sie eben nicht treffen wollen, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Das hat unmittelbar erst einmal keine... Genau, das will ich Ihnen mal genau erklären, warum, weil Sie dem nämlich immer ausweichen. Es ist natürlich ein Signal, wenn Sie anerkennen, wenn politisch entschieden wird und akzeptiert wird, dass der Wolf ins Jagdrecht kommt und damit zu regulieren ist. Dann hätten wir diese Debatte, die wir heute haben, in dieser Schärfe wäre nicht zu führen, weil dann nämlich eine politische Grundentscheidung da ist, dass eine Regulierung nötig ist, um auch die Weidetierhaltung zu schützen, dass es auch andere Interessen gibt, die eben abzuwägen sind. Und dieser Entscheidung verweigern Sie sich hartnäckig seit 5 Jahren. Und das Signal, das Sie damit aussenden, ist, dass Ihnen das, was Ihnen der Kollege Oesterhelwig hier gerade gezeigt hat, total egal ist. Das ist das, was bei den Menschen ankommt. Und da wundern Sie sich, dass Sie dort keine Akzeptanz für eine solche Politik bekommen. Das wäre der erste Schritt tatsächlich, und das ist das, was wir seit Beginn dieser Legislaturperiode fordern, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Und das, was auch nötig ist, Herr Minister, ist, dass Sie auch dann in solchen Situationen, wie in denen wir jetzt sind, tatsächlich Entscheidungen treffen. In Goldenstedt haben in den letzten 4 Wochen 28 Risse stattgefunden. Die Goldenstedter Wölfin hat einen 2 Meter hohen Stahlmattenzaun übersprungen und sie hat Welpen. Und überklettert, wie auch immer. Sie ist darüber gekommen und sie hat Welpen, denen sie das beibringen wird und die das lernen werden. Das heißt, hier ist die Gefährdungslage doch völlig klar. Wollen Sie dieses Wolfsrudel entnehmen? Wir meinen, es ist nötig. Das sind verhaltensauffällige Wölfe, die entsprechend entnommen werden müssen. In Cuxhaven gab es in diesem Jahr 36 Angriffe. Allein in der vergangenen Woche kam es in Wanner zu 3 Attacken mit 5 toten Schafen und 2 toten Rindern. Und das Rudel in Cuxhaven hat sich auf Rinder spezialisiert. Auch hier sind wir der Auffassung, dass es sich hier um ein verhaltensauffälliges Rudel handelt. Auch hier, gerade im Hinblick auf Deichschutz, da ist mir für mich noch die große Frage, wie Sie das als Deichminister eigentlich verantworten können, dass Sie diese Gefährdung für den Deichschutz hinnehmen, ist eine Entnahme geboten, meine Damen und Herren. Und uns erreichen Berichte, da können Sie sagen, das wird dann ja immer alles behauptet, das sei alles nicht so richtig, aber wenn einem erstmal Bürger sowas schildern, dann glaube ich, ist man erstmal gut beraten, das mit auch ernst zu nehmen, dass etwa bei Amelinghausen Wölfe eben in den Dörfern, in bewohnten Bereichen eben über die Straße spazieren. Und dann, ja, wahrscheinlich genau, wieder angefüttert, irgendwas Spezielles und alles hat der Bund im Zweifelsfall sowieso zu verantworten. Und dann, nachdem Sie sich einer Aufnahme ins Jagdrecht verweigern, Sie die verhaltensauffälligen Wolfsrudel nicht entnehmen wollen und Zurückhaltung predigen und dann darauf verweisen, wir müssen ja mehr Geld geben, entbürokratisieren und sowas, das, was Sie seit 5 Jahren nicht getan haben, dann wundern Sie sich, dass die Menschen Sie überhaupt nicht mehr ernst nehmen bei dieser Politik. Und dann sagen Sie ihnen noch, und das ist immer wieder eindrucksvoll, weil es das eigentlich auf den Punkt bringt, dann sagen Sie den Menschen, naja, und wenn ihr euch dann Wolf begegnet, dann haben Sie ja diese Empfehlung ausgegeben. Ne? Sollte sich der Wolf dennoch nähern, mit Steinen oder Stöcken nach ihm werfen. Der Einsatz von Pfeffergel oder Pfefferspray ist zur Abwehr ebenfalls sehr wirksam, besonders wenn der Sprühstrahl den Wolf aus kurzer Entfernung ins Gesicht trifft. Bei Annäherung im Meterbereich, Doppelpunkt, mit Gegenständen, Klammern zum Beispiel Knüppel, nach dem Wolf schlagen. Und schließlich bei einem Angriff, Doppelpunkt, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen, eine Schädigung des geschützten Tieres ist in einem solchen Fall gerechtfertigt. Notstand. Meine Damen und Herren, glauben Sie ernsthaft, dass Sie, das ist das, was Sie den Menschen dann anbieten, bei der Frage im Umgang mit dem Wolf, bei dem, was die Tierhalter, die Weidetierhaltung, die Sie im Übrigen ja sonst, Ihr Minister Meyer, ja immer so propagiert, ne? Aber auf der anderen Seite Sie die Weidetierhalter dann eben im Stich lassen, dass Sie dort Akzeptanz für diese Politik bekommen, das ist doch lächerlich. Nehmen Sie sich der Sachen wirklich an und greifen Sie hier zu den nötigen Maßnahmen, zu den politischen und zu den konkreten Entscheidungen der Entnahme. Herzlichen Dank.